Ja, wir haben hier zwei Afrika-Tage. Moi, personnellement, en tant que maire de la commune de Dourtenga. Wir sind jetzt hier in Brühl angekommen. Herr Göck, was findet hier Wunderschönes statt? Ja, wir haben hier zwei Afrika-Tage und hier feiern wir ein Doppeljubiläum. 20 Jahre Partnerschaft zwischen Dourtenga, unserer Partnergemeinde im Westen Afrikas, in dem Land Burkina Faso, und das Jubiläum 25 Jahre Förderkreis Dourtenga. Zu seiner Gründung hieß er Dritter Weltförderkreis. Sie haben auch hohen Besuch? Ja, anlässlich dieses Jubiläums unserer Partnerschaft habe ich den Kollegen Bürgermeister von Dourtenga, Armand Abga, eingeladen. Und ich finde es schön, dass er sich die Zeit genommen hat, auch mit dem Präsidenten des Partnerschaftskomitees, Felix Segda, hier in Brühl dabei zu sein. Und wir haben heute Morgen schon ein bisschen darauf hingewiesen, was die Probleme und was auch die Lösungsmöglichkeiten hier sind, um den Nord-Süd-Gegensatz auf unserer Erde etwas abzumildern, mit solchen kleinen Schritten, wie wir sie tun, hier mit einer Gemeindepartnerschaft. Wenn ein Fotograf aus Deutschland es tatsächlich schafft, diese Motive so elegant und so auch künstlerisch einzufangen, dann ist das wirklich den Beifall wert, den Sie gegeben haben. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette interview. C'est la première fois effectivement que nous sommes à Brühl. Moi personnellement, en tant que maire de la commune de Dourtenga, et je suis très content d'être à Brühl. J'ai été émerveillé pour cette petite commune aussi belle et par ses habitants qui sont vraiment fantastiques, notamment le président Raph, le docteur Raph et la présidente Renate, vraiment qui font un travail merveilleux pour la population de Dourtenga. Merci. Merci. In die Richtung gegangen, dass man Konfliktbewältigung nicht mehr mit Nationalismus, Protektionismus und Militär beantwortet, sondern dass man eigentlich die Zusammenarbeit sucht. Europäische Gemeinschaft, UNO und diese Institutionen über viele Jahre, der letzten 50 Jahre sind sie gewachsen. Was halten Sie von dieser Veranstaltung? Das ist eine hervorragende Veranstaltung und ich glaube, die Gemeinde Brühl ist gut beraten, Dourtenga weiterhin zu helfen, auch in den nächsten Jahren. Und ich danke den Bürgern, die hier aktiv und ehrenamtlich tätig sind. Vielen Dank. Mein Name ist Renate Dvorak, bin die Vorsitzende des Förderkreises Dourtenga. Seit 25 Jahren unterstützen wir Projekte im humanitären Bereich in Dourtenga, in der Partnergemeinde. Früher nannten wir uns Förderkreis Dritte Welt. Und unsere Projekte beziehen sich hauptsächlich auf die Bildung, die Wasserversorgung und die Gesundheit. Ja, die ist sehr schön, ja, gefällt uns sehr gut. Wir sind schon sehr lange da, alles in Ordnung. Ich finde diese Veranstaltung sehr, sehr wichtig. Es zeigt, dass wir zusammenarbeiten können, zusammen leben können, zusammen feiern können, über die Kontinente hinaus. Und in Brühl lebt und Brühl lebt mit Dourtenga, ist unsere Partnerstadt seit 20 Jahren. Es macht Spaß, gemeinsam zu feiern und deshalb sind wir noch hier. Natürlich möchten wir also viele, viele Menschen hier in Brühl erreichen, die unser Engagement unterstützen. Unser, wie heute Morgen Dr. Göck schon gesagt hat, unser Engagement ist hauptsächlich darin, dass wir die Lebenssituation der Menschen in Dourtenga verbessern helfen, damit sie eine Chance für die Zukunft haben und eben zu Hause bleiben möchten. Dankeschön. Diese Veranstaltung ist sehr gut organisiert. Es sind immer nette Leute hier. Was fehlt, ist vielleicht ein paar junge Leute noch, das würde mich freuen. Aber ich gehe immer gerne her, ich habe es auch nicht weit. Es sind ein paar Schritte für mich. Deswegen, nicht nur deswegen gehe ich her, weil das wirklich eine super Veranstaltung ist. Und wir müssen gucken, dass das auch so weitergeht. Weil der Förderkreis Dourtenga, der ist in Brühl, da ist über Jahre, jetzt habe ich ja Jubiläum.
Und ich finde es einfach klasse, dass so viele Leute das gerne machen. Hier haben wir den Herrn Klimt. Stellen Sie sich mal bitte vor. Ja, Reinhard Klimt. Ich war mal Politiker, bin aber jetzt vor allem Autor, Publizist und Sammler afrikanischer Kunst und zeige die gerne hier an den Afrikatagen in Brühl und will auf die Art und Weise einen Beitrag leisten zu dem engeren Zusammenrücken zwischen den beiden Kontinenten, den beiden Ländern und auch den beiden Städten, damit die Zusammenarbeit über die weite Strecke auch zukünftig funktioniert. Mein Hauptantrieb, die Skulpturen und Masken hier zu zeigen, liegt darin, dass auch die Menschen hier in Brühl sehen, dass die Künste überall auf der Welt zu Hause sind und dass die Afrikaner in ihren Heimatländern schon über Jahrhunderte unglaublich gute Kunst machen, die dazu beigetragen hat, dass die klassische Moderne, ob es Picasso ist oder die Brückemaler sind, überhaupt auf den Trichter gekommen sind, denn die haben anhand dieser wunderbaren Kunst entdeckt, dass man nicht nur wie Michelangelo malen kann, sondern dass man auch den Weg in die Moderne finden kann. So, jetzt gehen wir weiter zum nächsten Tisch. Haha, jetzt fragen wir mal ganz kurz, was halten Sie von der Veranstaltung? Ich habe gefallen. Ja? Ja. Okay. Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Thailändisch und Englisch und ein bisschen Deutsch. Dann grüßen Sie mal in Ihrer Muttersprache Ihre Freunde, da in die Kamera. Okay. Okay, danke, danke. Und da ist die Kamera. Was halten Sie von der Veranstaltung? Wunderbar finde ich das, dass die Gemeinde Brühl sich so engagiert mit Afrika und es hat es wunderbar organisiert. Gerade an diesen Ländern sollte man sich beteiligen und mithelfen, damit dort die Schulen aufgebaut werden, die Kinder. Das ist sehr wichtig bei uns. Finde es sehr schön. Danke. Dankeschön. Bitte sehr. Wissen, dass ja nicht nur die bildende Kunst von Afrika die Impulse gefunden hat, sondern unsere Musik, den Jazz, gäbe es nicht ohne die Musik aus Afrika. Wir würden immer noch im Stechschritt tanzen, wenn es nicht die freie Bewegung im Tanz gäbe, die über Afrika zu uns gekommen ist. Also die afrikanische Kultur ist schon längst Bestandteil der unsrigen geworden und unsere Aufgabe wird es jetzt sein, die Privilegien, die wir in der Vergangenheit auch auf Kosten dieses schwarzen Kontinents für uns besorgt haben, dass wir davon etwas zurückgeben. Denn wir haben die Aufgabe und die Afrikaner haben die Aufgabe, uns in die modernen Zeiten zu entwickeln. Und dazu wollen wir uns wechselseitig unterstützen. Und ganz wesentlich, und da möchte ich dem Partnerverein hier ganz, ganz, ganz sehr danken, ist, dass wir den Bereich der Bildung entwickeln, Schulen bauen und dafür sorgen, dass ordentliche Lebensbedingungen sind, Brunnen bohren, aber die Schulen sind das Allerwichtigste und dann können wir auch weiter in Zukunft auf Augenhöhe miteinander umgehen. Die Arbeit zwischen Durtenga und Brühl
geht, sie profitiert auch daraus, dass immer wieder Menschen aus Brühl dorthin fahren. Wir machen keinen Tourismus in dem Sinne, dass wir uns da Land und Leute nur anschauen, sondern wir haben natürlich auch immer wieder die Projekte vor Augen, die wir in den vergangenen Jahren gefördert haben und schauen dann, ob das klappt. Und auch für neue Projekte schauen wir uns die Bauplätze an. Wir schauen, wo die günstigen Gelegenheiten sind und wir reden mit den Leuten, was wichtig ist für sie und was sie gerne haben möchten. Und so hat heute Morgen Herr Bürgermeister Abga hier darum gebeten, dass wir nach vielen Grundschulen und nach vielen allgemeinbildenden Schulen jetzt eine berufliche Schule dort einrichten, und das werden wir sicherlich in unserer Arbeit bedenken und mit in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Ja, ich heiße Klaus Krebaum und bin vor 1982 nach Brühl gekommen, und schon damals habe ich so gedacht, oh, wie könnten wir vielleicht auch sowas machen wie in Ladenburg. Ladenburg gibt es eine Partnerschaft auch nach Burkina Faso. Ja gut, und aus dieser ersten Idee hat sich dann doch was entwickelt. Und es ist heute, vor 20 Jahren, hat genauso wie jetzt die Sonne geschienen, und das war der Tag, an dem die Unterschrift zwischen dem Bürgermeister von Dürktenga und dem vormaligen Bürgermeister von Brühl also getätigt worden sind. Damals hat man natürlich Hoffnung gehabt, Wünsche gehabt, Vorstellungen gehabt, aber natürlich, man wusste nicht, wie sich sowas entwickeln wird. Aber wenn man heute, auch jetzt nochmal bei der Feier hier erlebt hat und was schon erwähnt und erzählt worden ist, kann man sagen, dass das wunderbar geklappt hat, ja, und das ist keine, denke ich mal, keine schlechte oder keine Schnapsidee war. Et moi c'est Sekda Daogo Félix, je suis le président du comité de jumelage d'Ourtenga. Et juste pour dire toute ma satisfaction de voir comment se passent les choses au profit de la commune de Ourtenga. Et nous ne pourrons jamais remercier assez le maire de Brühl ainsi que toute sa commune, la population de la commune de Brühl. Merci beaucoup. Ton sourire, ton pot, de Brühl maire, là, Brühl libre, fin à part au scope, ce sont ton développement asile. On a une Brühl maire à Barca, on a une Brühl libre, fin à Barca, captons son, son population, cabinet pour. Merci.